Hallo zusammen, Opi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ich habe hier noch Neuheiten von Safari Limited für 2024, schon längst überfällig. Jetzt möchte ich die unbedingt noch vorstellen. Und zwar haben wir einmal die Tuatara, eine Brückenechse und einen Leopardgecko. Ich würde sagen, ich beginne hier mal mit der Brückenechse, die Tuatara. Das ist schon bemerkenswert, dass Safari Limited dazu ein Modell rausgebracht hat. Kam hier verpackt in der Tüte. Ich muss mal ganz schnell raus, können wir hier aufreißen. Ist perforiert und hier haben wir sie. Also der Hammer, dass Safari Limited dieses Tier hier auf den Markt bringt, Aufmerksamkeit schenkt. Ich finde es großartig, ist auch eine wirklich schöne Umsetzung, das muss man hier mal ganz klar sagen. Hat hier einen Anhänger mit dran, den werde ich immer ganz schnell wegmachen. Auf diesem Anhänger findet ihr wie immer eine ganz kurze Beschreibung, aber ich lese euch den Text gleich mal vor. Hier seht ihr auch die Produktnummer 10253, natürlich nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen den verschluckbaren Kleinteilen, die ich hier ehrlich gesagt nicht unbedingt sehe, aber ja. Ich stelle die gute mal hier auf meinen Tisch und erzähle euch ein bisschen was zu dieser Echse. Die Brückenechse Tuatara. Obwohl sie wie eine Eidechse aussieht, ist die neuseeländische Tuatara tatsächlich das letzte lebende Mitglied einer uralten Reptiliengruppe. Wissenschaftlicher Name: Sphenodon punctatus. Diese Tuatara-Spielzeugfigur zeigt die einzigartigen Eigenschaften dieses außergewöhnlichen Reptils in ihrer detaillierten Schuppenskulptur. Diese Tuatara ist oben olivgrün und unten grau-weiß. Sie hat auffällige kupferfarbene Augen und eine Reihe von Stacheln auf dem Rücken. Ein perfektes Spielzeug, um mehr über die faszinierenden Tiere Neuseelands zu erfahren. Ja, das schreibt Safari Limited zu dieser Figur. Ich möchte hier noch ein bisschen was anfügen. Bisschen Wissen to go. Die Tuatara ist ein lebendes Fossil und absolut harmlos. Sie bewegt sich eher gemächlich fort und wenn es mal zum Spurt kommt, dann ist das eher ein kurzes Huschen. So werden diese Tiere auch schnell Opfer von Hunden, Mardern und auch Ratten. Erwachsene Tiere werden zwischen 30 bis 70 cm lang und wiegen zwischen 250 und 1200 Gramm. Männchen werden größer als die Weibchen und tragen ausgeprägte Stacheln entlang des Nackens bis zum Schwanz. Daher rührt auch der Maori-Name Tuatara, was so viel heißt wie der mit dem Stachelrücken, auf Englisch Spiny Back. Die Familie ist über 250 Millionen Jahre alt und so haben die Tiere auch schon vor 220 Millionen Jahren ausgesehen. Man schätzt das Vorkommen der zwei lebenden Tuatara-Arten auf ca. 50 bis 100.000 Tiere. Ja, und bevor wir das Modell von Safari Limited aus der Nähe betrachten, blende ich hier nochmal 2 Bilder ein, damit ihr die Brückenechse mal in echt seht, wie sie tatsächlich ausschaut. Und ihr seht, die Schuppen etc., das sind schon wirklich Hammer-Details von den lebenden Tieren. Ganz so exakt haben sie es jetzt hier in ihrem Modell nicht unbedingt umgesetzt, aber ich muss nochmal sagen, ich finde es großartig, dass Safari Limited es hier so umgesetzt hat. Ich meine, bei welchem Hersteller kriegst du schon eine Brückenechse als Modell? Also von dem her, ganz großes Kino-Safari, super. Ja, was die Größe angeht, so ist diese Brückenechse genauso groß in etwa wie der Leopardgecko. Hätte man sich gern ein bisschen größer gewünscht. Wir haben hier eine Länge von 18,5 cm und eine Höhe hier am Kopf, am Nacken, an den Stacheln gemessen von 4,7, 4,8 cm. Größer ist es nicht geworden. Man sieht ja auch schon, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass die Echse etwas gestaucht wurde, sprich der Körper hätte etwas länger sein müssen, eigentlich auch der Schwanz. Und man sieht, dass die Schuppen jetzt nicht ganz so detailliert skulpturiert wurden, wie man es auf dem Bild gesehen hat. Was ich toll finde, ist tatsächlich die Farbe der Augen mit einer schmalen, länglichen, schwarzen Pupille. Man kann hier schön die Augenlider sehen, die Nase hier vorne, die Erhebung über dem Auge und ihr seht, diese Schuppen wurden hier eher ja so leicht rund skulpturiert. Ja, dann auch einige Falten zu sehen, das Maul ganz neutral gehalten. Von vorne sieht das Ganze so aus, das ist schon okay. Man sieht hier die Kehlhaut sehr schön, auch die wunderbar faltig skulpturiert.
Ja, die Unterseite haben sie komplett in hellgrau bemalt. Das läuft so in die Beine ein bisschen aus. Und hier oben ein ganz helles Olivgrün. Und es hat hier auch noch einen Wash bekommen. Ganz zart, eher grau gehalten, was sich hier ein bisschen in die Falten gesetzt hat. Was mir auch sehr gut gefällt, das gibt dem hier noch mehr Tiefe und lässt noch ein bisschen realistischer ausschauen. Die Stacheln hier sind sehr gleichmäßig über den Hals und den Rücken verteilt. Genauso hier am Schwanz. Das hätte man gerne auch etwas ungleichmäßiger skulpturieren dürfen. Der Kopf von der Größe, von der Dicke her, das finde ich eigentlich schon ganz okay. Aber die Schuppen, wie schon gesagt, hätte man gern etwas realistischer skulpturieren dürfen. Von dem her. Trotzdem finde ich es klasse, dass Safari das hier so raushaut. Das ist schon echt der Knaller. Muss man ganz klar sagen. Ihr seht nette Details, die man hier am Hals erkennen kann. Sowohl die Falten als auch die Erhöhungen. Die Stacheln haben sie auch in einem gleichen Hellgrau bemalt, wie man es hier unten bemalt hat. Sie wurden wenigstens einzeln gearbeitet, ein bisschen schräg. Was auch recht realistisch daherkommt. Hier haben sie das Grau weitergezogen bis zu den Stacheln hier auf dem Buckel. Hier hat sich der Wash ein bisschen festgesetzt. Und ihr seht hier die Hautstruktur. Ne, diesen etwas dickeren Schuppenabschnitte dazwischen die Haut oder die Schuppen ein bisschen perlig skulpturiert. Man sieht hier auch schön die Falten, wie es hier ins Bein übergeht. 15 mit Krallen, die hier in Cremefarben bemalt wurden. Hier auch noch ein paar nette Falten zu erkennen. Hier die Seite, hier auch noch eine dicke Hautfalte. Hier auch ganz grob skulpturiert mit diesen dicken abstehenden Schuppenteilen. Hier auch die Krallen zu erkennen, die man gerne etwas schlanker hätte skulpturieren dürfen. Aber ja, wir sprechen auch hier von Spielzeugfiguren. Von dem her darf man es vielleicht nicht ganz so eng sehen. Sie haben auch die Krallen rundherum bemalt. Hier unten seht ihr auch eher breitere Schuppen am Bau. Hier erkenne ich auch einen Stempel. Safari Limited und das Copyright von 2023 ist jetzt hier in Deutschland 2024 auf den Markt gekommen. Hier sieht man auch noch schön den Wash, ne, dieses ganz helle Grau, was hier über dieses Olivgrün geht. Finde ich schön, dass sie das gemacht haben. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Wash zieht sich auch hier über dieses Grau ganz schwach durch. Der Schwanz ist ein bisschen kurz geworden, sieht sogar ein bisschen krokodilmäßig aus. Also übertrieben gesagt, ja. Aber ihr seht es richtig deutlich gerippt, das Ganze. Schwanz hätte auch gerne noch ein bisschen spitze auslaufen dürfen. Das Material ist so ein PVC, also eher ein festes, stabiles Material. Kein weiches Gummi. Dann hier auch nochmal diese Seite gezeigt mit den Erhöhungen, Vertiefungen, die Schuppen schön zu sehen. Nicht ganz so Tuatara-Schuppen, wie ihr seht, aber die Falten nett skulpturiert, auf jeden Fall eine schöne Arbeit. Jeden Reptilien-Fan wird's freuen, die Figur hier bei sich zu Hause aufzustellen. Das in jedem Fall. Sag ja, ich finde es sehr bemerkenswert, dass Safari ein Modell zu einer Tuatara rausgebracht hat, was ich echt sehen lassen kann. Ist schon eine wirklich schöne Arbeit. Finde es überhaupt toll, dass es viele Echsen von Safari Limited gibt. Überhaupt Reptilien, die hier auch immer fast jedes Jahr erscheinen. Und ihr seht ja, egal von welcher Seite ihr euch das anschaut, das ist schon echt toll geworden. In einer schönen Größe. Wie schon gesagt, im Gegensatz zum Leopardgecko hätte sie gerne noch ein bisschen größer werden dürfen. Ne, sind jetzt gleich große Exemplare in etwa. Ich werde es im nächsten Video, wenn wir den Leopardgecko besprechen, auch nochmal daneben stellen. Dann habt ihr hier den optimalen Vergleich. Also, sehr schön, hat mich sehr gefreut, als ich es gesehen habe. Freue mich umso mehr, dass ich es hier jetzt in meiner Sammlung habe. Die Brückenechse Tuatara von Safari Limited, eine Neuheit für 2024, zumindest hier bei uns in Deutschland. Mit der Nummer, ich hole es nochmal her, 102503. Jo, ich werde es ja nochmal drehen lassen auf einem Fels. Dann sieht es noch ein bisschen natürlicher aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay.